sind auf der Bahn 3 die Staffel Deutschland 2 mit Startläuferin Maja Höber. Auf der Bahn 4, das ist dann die Staffel Deutschland 1 mit Wiebke Griefahn. Auf der Bahn 5 in Lane 5 representing Great Britain Jazz Crawford. Und auf Bahn Nummer 6 kompetiert für die Staffel Marien Egger aus der Schweiz, eben diesen Lauf. Und die deutsche Norm für die EM in Rosetto, die liegt bei 45,70 Sekunden. Machen wir uns an dieser Stelle nichts vor, das sollte ohne Probleme machbar sein, wenn alles gut geht. Der Meeting-Rekord liegt bei 43,79 Sekunden und dahin trommeln wir die Damen jetzt. 4x100 Meter der weiblichen Jugend U20. Die deutschen Sprintmädels momentan zu bieten haben, das ist Weltklasse. Wir schauen auf den ersten Wechsel, Wiebke Griefahn auf Katrin Fehm, die da jetzt auf der Gegend gerade richtig Tempo macht. Katrin Fehm, die übergibt gleich auf Sophia Jung. Deutschland 1 jetzt schon vorne, Sophia Jung läuft da weg. Ja, Wechsel wird lang, optimal ausgereizt, Sophia Jung in der Kurve. Die Dame der LG Rhein-Wien jetzt dann gleich auf Jennifer Montag, die sich ja hier gestern gegen Tessia Quattro durchgesetzt hat. Und wir gucken auf die Zeit. Wir sind bei 36 Sekunden. Jennifer Montag, wo bleibt die Zeit stehen? Vor Großbritannien mit Olivia Ottoli. Es sind 43,86 Sekunden. Und Freunde, das ist Weltjahresbestleistung der U20-Staffel der deutschen jungen Damen. Das ist ein Brett. Weltjahresbestleistung in Mannheim, die Alten. Sie hatte hier niemand Geringeres als das Quartett aus Jamaika. Das sind sie in Philadelphia gelaufen. Also, das war eine Leistung. Gratulation dazu der Staffel Deutschland 1 mit Wiebke Griefahn, Katrin Fehm, Sophia Jung und Jennifer Montag.